So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. Wir nehmen jetzt das letzte Underground... ja, Geheimversteck. So geheim ist ja irgendwie nicht, ne? Aber wir nehmen das letzte Versteck vom Underground hoch und gucken mal, ob wir denn diesen geilen Anzug schon haben. Ich glaube nicht. Uns fehlt noch eine Mission. Ja, eine Mission müssen wir denn noch machen für den Anzug. Und, die Roxxon-Labore, aber die haben wir geschafft. Also die sind ja schon mal weg von der Liste. Jetzt arbeiten wir uns hier langsam weiter. Ja, die paar Nebenquests müssen wir halt auch fertig kriegen, damit wir alle Anzüge freischalten, ne? Okay. Türe getan, 5 Takedowns aus. Schleudere mit Venom. Schleudere mit Venom. Ja gut, ich kann es sowieso nicht so schnell lesen, also von daher. Wieso streiten die sich alle? Die da hinten auch schon wieder. Die schießen gegen die Wand, total unauffällig. Getarnt heißt ja nicht, dass ich aktiv eingreifen muss. Ne? Wand-Takedown ist auch ein Takedown. Netzschlag. Die sind zu weit weg. Ist aber auch ein Takedown. Okay. Vielleicht den da hinten am Kran? Wir gucken mal. Schau mal, ob wir auch den wegkriegen. Hat er möglicherweise gesehen? Naja. War jetzt nicht so schwer. Schleudere. Verdammt. Okay, ich habe nicht hingeguckt. War jetzt nicht so spektakulär, aber wir haben ihn getarnt, getakedowned. Okay, wir gehen nochmal hier rüber. Die kriegen wir doch auch getarnt weg. Oh, da haben wir schon mal 2. Mit Venom-Sprung. 12 Gegner in die Luft. Das war's. Mit einem Venom-Sprung. Ich habe ganz vergessen, wie der geht. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Und, nee, hier sehen wir das, ne? Fertigkeiten, Movesliste. Venom-Sprung. Luftschleuder, Luftschleuder. Venom-Schlag, Schmetter, Sprint, Sprung. Aha. Okay, 12 Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 5, 8, irgendwie ein paar mehr. Ja, wir sollten genug Punkte haben, um das zu machen. Jetzt sind da drüben auf einmal Gegner. Da sind wir gerade hergekommen. Eben war noch keiner da. Okay, wir gehen einmal hier rüber. Der Hammel könnte das sehen und er guckt aber nach außen. Dann nehmen wir ihn zuerst weg. So. Sie. Ihn, sie, es. Ich brauche noch ein bisschen. Okay. Zählt? Zählt. 4 von 5. So, pass auf. Wir nehmen hier die ganzen Quests mit. Also wir machen hier Full Points, ne? Das ist ja praktisch. Jetzt müssen wir nur einmal kurz warten. So, gleich einmal eine Tarnung. Und der letzte. Okay. Jetzt kommen die Venom-Sprünge. Also, das und das drücken. Das kriegen wir. Ich denke, das kriegen wir hin. Wenn ich den wegnehme. Nee, wenn ich den. Würde ich den jetzt direkt angreifen, dann wäre es gelaufen. Okay. Schon mal einen in die Luft geschleudert. Ein
großes Fragezeichen tut sich auf. Ratlosigkeit macht sich breit. Was ist da nur passiert? Ich könnte rein theoretisch, ich könnte die doch sammeln mit einer Gravitationsgranate. Hier, mit diese Schwerkraftdinger. Und mit der hole ich mir ein paar auf dem Haufen und mache dann den Sprung. Aber die sind zu weit auseinander, ne? Die sind leider zu weit auseinander. Oh, das war nur einer. So. Okay. Wir müssen uns den Venom wieder aufladen. Das heißt, erstmal ausweichen. Nur sauber ausweichen. Wir wollen keinen verletzen. Wir brauchen sie. So, wir haben gleich wieder einen voll. Lalala. 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 Okay, einen haben wir voll. Und ab in die Luft mit euch. Oh. Es regnet. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Venom-Sprung. Gehen wir langsam. Oh, Granate. Das Schöne ist ja, die sammeln sich auch, ne? Oh, da habe ich einen abgekriegt. Ah, noch nicht. Noch nicht ganz. So, schön hier sammeln, Leute. Zusammenkommen bitte. Immer der Hand folgen. Zusammenbleiben, Kinder. So, 12 von 12. Jetzt können wir abgehen. So. Den holen wir uns mal hoch. Da unten wieder in den Boden. Oh, Schildbürger. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Da brauche ich gleich meine Welle mit Energie. So. Okay. Er lebt noch. Ich dachte, das war's mit ihm. Oh nein, 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 nein. Ich verbrauche mein Venom für die falsche. Ah nein. Ich verbrauche den ganzen Venom-Kram fürs Falsche. Zum Heilen. Okay, ist der damit bei? Nein. Okay, das hat die. Das war die Wand. Okay, den mache ich anders weg. Das ist mir einfach zu anstrengend. So. Den haben wir. Okay, jetzt einmal einen kleinen Überblick. So, wir brauchen wieder Energie. Weg mit deiner Sniper, du. Alter Schlingel. So, damit haben wir schon mal zwei voll. Ah, Mist. Okay, das war ein bisschen. Schon wieder einer. Das kann nicht wahr sein. Kleiner Moment. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn da... Warte mal. Wir haben schon wieder zwei Minen. Kommt der denn jetzt her? So. Dann wollen wir mal wieder reinkommen. Hat mich noch erwischt. Ja, geh mal ein bisschen trainieren. So. Es sind schon wieder welche dazugekommen.
Okay. Wir gucken, was war das für einer? Na gut. Dann gehen wir einmal hier rüber. So, mein Lieber. Der musste aber leiden, ey. Schleudertrauma. Kann ich hier hochlaufen? Natürlich nicht. Hä, wo seid ihr hin? So, haben wir gleich. Okay, das ist... Ist das der letzte? Okay. Ja, gib's ihn! Animation, Animation, Animation! Er ist runtergefallen, hinterher! Er ist tot. Gut. Sie, es... Jetzt muss ich nur noch den Störsender Sie. Finden und deaktivieren. Okay, Störsender finden, deaktivieren. Also alles beim Alten... Kabel sind ein guter Anfang. Da unten. Gut, wie kommen wir da hin? Von außen? Von hier oben? Ist hier oben irgendwas, dass wir da rein können? Nee, da war nix. Ja, das sieht doch schick aus. Oh. Das ist nur ein bisschen Putz. Mit dem Schaltmodul können wir gar nichts machen. Müssen wir einmal kurz gucken. Haben wir hier irgendwie einen Eingang? Da oben ist ein Seilzug. Ah ja, stimmt. Du hast so recht, Miles. Was würde ich nur ohne dich tun? Ach, der ist auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. So, einmal hier. Zu weit weg, oder? Ich würde jetzt sagen... Und Bingo. Wow. Das ist ein Magia-Trophäenraum. Ja, irgendwie haben sie es mit den Magias. Das sind alles Magia-Trophäenräume. Aber guck mal die Kohle an. Das Grün auf diesen Schein stimmt nicht ganz. Die Magia sind wohl keine Falschgeldprofis geworden. Oh. Ja, gut. Ich würde es trotzdem versuchen auszugeben. Pokerchips. Ganz im alten Verbrecherstil. Aha, aha, aha. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so ein paar Schwerter. Waffen. Okay. Da haben wir den Störsender. Hier können wir noch rein, ne? Wenn das Regal weg ist. Ah, können wir hier rüber. Schau mal einer an. Also die Kiste lassen wir uns auf jeden Fall nicht entgehen. Aber das ist auch so frech, dass wir bei Roxxon gar nicht mehr reinkommen, um an die Kiste zu kommen, ne? Ich meine, man könnte sagen, das Gebäude ist leer oder es sind wieder ein paar Gegner drin. Vielleicht irgendwas. Das war's dann wohl. Mist! Hey, der Weg nach draußen ist dicht. Soll ich jemanden holen? Verstärkung? Die Feuerwehr? Ich krieg das hin. Wieso sagst du es ihr denn erst? Oh, nur damit du es weißt, der Weg ist dicht. Soll ich dir helfen? Nö. Ah, wir können Strom machen. Schön. Ah, jetzt. Jetzt. Mit dem alten Aufzug könnte ich rauskommen. Wenn wir Strom finden. Wir müssen bestimmt da rein, ne? Nebenan. Aber hier ist... Hä? Ah! Okay. Ja, das macht Sinn. Wenn man es kaputt machen kann, kann man auch ein Netz durchschießen, ne? Hey, der
Störsender ist jetzt perfekt gestört. Perfekt. Jetzt gebe ich der Polizei einen anonymen Hinweis und bumm. Ah, hier. Danke für die Hilfe. Hast du, was du wolltest? Ja, ich werde versuchen, mehr über den Krieg zwischen Underground und Magia herauszufinden. Ich nach einer Story. Klingt gut. Ich freue mich schon auf den Podcast. Hey, ich habe alle Verstecke überprüft, die wir dicht gemacht haben. Sie werben kaum noch an und die Straßen sind dort viel sicherer. Klasse. Danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich die Sender nicht gefunden. Ich bin übrigens meine Akten durchgegangen. Ist das normal da unten? Es sieht so aus, als hätte Tinkerer in Hell's Kitchen an einem großen Geheimprojekt gearbeitet. Hat's mit Nuform zu tun? Rene sieht aus wie programmierbare Materie. Ich hatte schon damit zu tun. Vielleicht sollte ich sie hier abnehmen. Oh, hey. Ja, was hat denn hier so geflackert? Oh, Entschuldigung. 2658. Vielleicht solltest du den ausprobieren, wenn du irgendwas Verschlossenes findest. 2658. Okay, Danica. Danke nochmal für deinen Podcast. Deine Tipps am Ende der Folgen haben mein Leben verändert. Oh, Schleimer. So, was haben wir denn in der Nähe? Den Prowler haben wir in der Nähe. Wenn wir was Verschlossenes finden, könnte sie das hier meinen? Geheime Materie-Nebenmission? Ja! Wir haben sie freigeschaltet. Okay, wir gehen jetzt vom Prowler zur Kiste, zur Nebenmission und dann holen wir uns diesen Anzug. Natürlich. In der Reihenfolge. Wenn meine Underground-Reihe rauskommt, sag mir, wie du sie findest. Hört sich gut an. Wir hören uns. So, der Prowler ist ja sowieso hier gleich um die Ecke. Ah, einmal hier noch ran. Oh, es wäre fast perfekt geworden. Bei diesem Geräusch komme ich immer in Feierstimmung. Dabei gibt es nur die Zeit an. Das fand dein Dad auch, also mussten wir es aufnehmen. Etwas, das die Zeit anzeigt. Eine Uhr? Okay. Die Sonne? Können wir die Sonne scannen? Etwas, was die Zeit anzeigt. Ja, gut. Ich würde jetzt... Wir haben hier eine Kirche, aber eine Kirche ohne Uhr. Und die ist auch sehr weit außen Raste, aber das hat immer nichts zu sagen. Anzeigetafel, irgendwas in der Richtung? Gehen wir hier rüber. Von der Vorderseite ist an der Kirche auch keine Uhr. Also prinzipiell, ich hätte jetzt mit einer Uhr, hätte ich am ehesten gerechnet. Etwas, was die Zeit anzeigt. Soll sich nach einer Feier anhören. Mhm. Ja gut, wenn man sich das Geräusch anhört, war es doch nicht so schwer, ne? Die Glocken erinnern mich immer an das letzte Mal, als ich hier war. Dein Dad hatte gerade die Polizeiakademie geschafft. Ich sparte mir die Zeremonie und traf ihn später hier. Hab Milchshakes spendiert. Erdbeer für ihn, Erdnussbutter für mich. Keine Ahnung, warum ich das noch weiß. Er sagte, er könne mich bei Schwierigkeiten jetzt nicht mehr decken. Ich meinte, ich hätte mit diesem Leben abgeschlossen. Ich hab gelogen. Aber er glaubte mir erst mal. Oder zumindest tat er so. Ihre Beziehung wurde echt kompliziert. Ja gut, die haben unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen, ne? Der eine ist ein Guter, der andere ein Böser. Weiß man nicht. Das kann sich schon mal in so ein Familiendrama rein drücken. Dort gibt es jetzt viel weniger Verbrechen und Typen, die mit Leuchtschwertern rumfuchteln. Tinkerer ist noch ein Problem. Aber der Underground hat viele Mitglieder eingelöst. Das war Teamarbeit. Und ich hoffe, dein Podcast tut sein Übriges. Dazu. Wenn du mal was brauchst. Also keine Rettung, sondern eine Pause. Dann schreib mich. Ich kenne da ein Café, das tollen Matcha Latte macht. Ja, genau. Mit der Maske in einem Café zu sitzen, wäre echt schräg. Aber schon cool. Bis dann. Ein anonymer Superheld, ja, in so einem Outfit wie unserem, sitzt mal einfach so in einem Café rum. Ohne Grund. Naja, was heißt ohne Grund, aber... ohne Sinn. So, wollen wir doch mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall öffne den Safe. Geheime Materie. Wow. Hm. 2658. Ist da der Anzug drinne?
Eine Maske. Programmierbare Materie. Ich könnte alles daraus machen. Programmierbare Materie Anzug herstellen. Oh, das ist der Hammer. Okay, den habe ich mir anders vorgestellt. Ist das der, wo ich eben raufgeklickt habe? So passt das. Ich muss Danica für den Tipp danken. Ist das der Anzug? Das ist der Anzug. Den habe ich mir anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Nicht mit so einem Magma-Hände und Lavaschlitze, die uns hier... Die zeigen, wie heiß wir sind, ne? Ja. Also wie gesagt, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich finde, der sieht schon geil aus. Also nicht falsch verstehen, ne? Der ist schon geil, aber... Ich weiß nicht. Der Underground hat eine Werbetafel übernommen. Da steckt sicher mehr dahinter. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Sensoren müssten in dieser Maske drin sein und in dem Anzug, damit er das macht, was du möchtest. Also wie viele Sensoren alleine die Maske bräuchte. Weil du hast ja die Augen, die gehen ja hoch runter, sag ich jetzt, also auf zu, ne? Wenn du die an dein Gesicht koppeln würdest, an deine normalen Gesichtszüge, und du würdest denn sagen, du hast jetzt noch wie bei Homecoming als Beispiel einen Stimmverzerrer mit drinne, gut, der sprachaktiviert durchs System. Du hättest jetzt noch die Sicht überhaupt, ne? Also du hast ja weiße Linsen, durch die du durchguckst. Was müsste man machen, damit die von außen weiß sind, du aber ganz normal durchgucken kannst, im Optimalfall mit diesem Tony Stark Interface, ne? Wie dieser Roboter oder so. Das würde mich mal interessieren. Also wie viel Technik muss alleine in so eine Maske oder müsste da theoretisch rein, damit die genau so ist wie im Film oder in dem Fall im Spiel? Anzug auf das Signal einstellen. Guck mal, wir haben sogar die Webshooter hier integriert in dem Anzug. Orte das Signal. Ich hab das Signal. Dann sieht halt los. So ein bisschen kantig aus, ne? Ja, der Arsch. Der Arsch ist so kantig. Oh Mann. Naja, gut. Wir wollen ja nicht sexy aussehen, ne? Wir wollen ja furchteinflößend aussehen. Wer ist der Underground? Wie versprochen. Hallo. So, dann wollen wir mal gucken, was dieser Anzug hier drauf hat. Nix gegen dem Schild. What the fuck? Wie geil ist das denn? Nice Scheiß. Das wusste ich nicht. Jetzt liebe ich diesen Anzug. Ich liebe ihn einfach. Wie geil er ist. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Können wir das nochmal machen? Wir brauchen hier nochmal so ein... Oh, Leute, bitte. Ich muss nochmal... Hier. Nein, das ist ganz normaler Move. Das finde ich kacke. Das kennen wir schon. Das kennen wir doch schon. Wie geil war das denn? Oh, jetzt muss ich hier versuchen, dass ich das nochmal machen kann, ohne zu viele Leute zu töten. Aber selber will ich natürlich auch nicht drauf gehen, ne? Also machen wir es mal so. Kämpfen wir uns jetzt einfach mal durch. Wie habe ich das gemacht mit diesen komischen... mit diesen Beinen? Auch nicht. Ja, bei dir wird das wahrscheinlich nicht klappen, ne? Schade. Schade. Oh, wie funktioniert das? Das müssen wir gleich mal nachgucken. Wie kriegen wir die Beine da raus? Ich weiß, der redet jetzt gleich wieder über Spiel, aber wie haben wir das gemacht? Basiskombo ausweichen. Gegner reißen, entwaffnen, Netzangriff. Wie können wir diese Spinnenbeine rausholen? Finisher. Heilen, Luftkampf. Sowas steht hier nicht drin, ne?
Venom-Attacke, Venom-Schleuder, Tarnung, Umgebung, Scan. Blendendes Licht. Ich habe blendendes Licht. Okay, lautloser Takedown, Netzkombo. Oh, steht nicht drin. Schnelle Erholung. Trickmodus. Was soll das sein hier? Ach so, ja klar. Und das sind die Bewegungsformen. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. XB von der Wandangriff. BX. Y-Netzschießer. Es steht nicht mit bei. Ach, ist das schade. Ist das schade. Ich habe gedacht, wir können die vielleicht mit Absicht mit der Venomkraft rausholen, ne? So, einmal hier die ganzen Tapes, die haben wir ja direkt gehört. Eine übersehen? Hier. So, jetzt müsste alles wie vorher sein. Oh, schade. Ich würde gerne wissen, wie wir das machen. Einmal verschwenden. Okay, schade. Das war's denn. Aber jetzt ist der Anzug, jetzt finde ich den mega. Da komme ich auch mit den Kantenhintern zurecht, ja? Da komme ich auch mit dem aerodynamischen, viereckigen Arschbacken zurecht. Da stört mich das auch nicht mehr. Wobei ich das immer noch ein bisschen schade finde, dass ich nicht weiß, wie wir die rausholen. Junge Mafia, wenn ihr wollt. So, aber trotz alledem, ich würde halt wirklich gern wissen, wie funktioniert das mit so einer Maske, dass die eingefärbt ist, du aber uneingeschränkte Sicht hast. Bleibt das Science Fiction? Wird das irgendwann true? Haben wir Gläser, wo du voll durchgucken kannst von einer Seite? Theoretisch gibt es sowas ja schon, ne? So, wenn man jetzt so Spiegel nimmt, es gibt ja auch Spiegel, da kannst du von einer Seite durchgucken, aber nicht raus. Nur wie ist das bei Dämmerung? Wenn es nicht mehr ganz so hell ist. Wo sind die hin? Sind die oben drauf? Oh ja. Ja, das habe ich mir gerade... So. Warte mal. Weg damit. Aber wie? Ich krieg's nicht raus. Ey, die Reflexion in meiner Brille. Mega. Ja, und jetzt, Roxxon? Die Reflexion in der Brille, das ist ja geil. Dass die Spiegelung auch richtig da ist, ne? Okay. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Wir haben ja jetzt hier alles durch. Wir haben den Anzug. Hier haben wir noch eine Fortbewegungsherausforderung, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Wir kriegen dafür als Belohnung den Schnellschwung. Ja, wir arbeiten uns hoch, ne? Das ist die Main Mission. Das heißt, das wäre das nächste, was wir zu tun haben. Und die Kiste haben wir übersprungen, aber das ist... Ja, damit kommen wir klar. So. Kriegen wir eigentlich Aktivitätsmarken? Aktiv? Haben wir welche? Wie viele haben wir denn bei, wenn ich jetzt auf Geräte gehe und möchte ein Upgrade machen? Zum Beispiel hier. Oh ja. Ein bisschen was haben wir freigeschaltet. So, hier, das geht leider nicht, ne? Da müssten wir noch mal ein Spiel durchspielen. Aber. Jetzt mal, wir machen einmal die Geräte und jetzt gehen wir rüber zu den Anzügen. Dann können wir den ja gar nicht anziehen, diese Runde.
Da müssen wir Herausforderungen für abschließen. FSDN-App. Gut, den finde ich eh nicht geil, aber dann können wir den als nächstes kaufen. Ja, machen wir das schon mal fertig. So, unsere Venom-Fähigkeit ist auf Max. Maximilian. Jetzt haben wir noch die Spider-Quest. Oh, das ist ja eine geile Burg. Cool. Die sieht ja... Von hier können wir die gar nicht so gut sehen. Ich gehe mal hier rüber. Das sieht ja geil aus. Wofür ist das? Ein Benutzer hat gerade einen Waffendeal beobachtet. Das ist doch keine historische Burg, die es schon immer hier gegeben hat. Im Mittelalter gab es doch kein Amerika. Hier, wir haben hier noch einen Bösewicht. Den nehmen wir noch weg. Und dann, Oh. Alter! Weg da, du Klops. Noch einer. Nein. Er ist stärker als ich mit meinen Netze, was ziemlich traurig ist. Ja, ich kann mal eben so ein Auto mit meinen bloßen Händen mehr oder weniger anhalten, aber ich kann so einen dicken, da habe ich keine Mache, ne? Okay. Okay, okay, okay. Denn eben nicht. Nicht cool. Nein, gar nicht cool. Ich weiß nicht, warum ich mit diesen Großen hier so eine Probleme habe. Scheint seitdem die auf der Welt sind. Okay, jetzt haben wir den gekriegt. Ich kriege einfach diese Arme hier nicht raus. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. So. Okay, der ist leider weg. Echt irgendwie... Vielleicht... Nee, so auch nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. So, auf jeden Fall war es das für heute. Wir gehen hier schon mal in die Burg, denn unsere nächste Quest wird sein... Die Quest des Peter Parkers. Mal gucken, womit er uns wieder strangalieren und der eigentlich mobben will. Das ist ja schon Mobbing, diese Quest, ne? Aber wir gucken beim nächsten Mal rein. Lassen uns überraschen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.